Wer Kino hört, denkt automatisch an Filme, Popcorn und entspannte Stunden mit seinen Liebsten. Solche Momente werden im Spreekino Spremberg auch weiterhin möglich sein. Doch Geschäftsführer Michael Apel hat noch mehr vor. Er will das Kino um Herzen der Perle der Lausitz zu einem Veranstaltungszentrum etablieren. Fürs Stark für die Lausitz Magazin des Wochenkurier kamen wir mit Herrn Apel ins Gespräch, der Auskunft darüber gab, welche verschiedenen Events hier zukünftig stattfinden sollen. Wir haben vor, das Kino zu einem Veranstaltungszentrum auszubauen. Also es sollen noch andere Veranstaltungen hier stattfinden. Kabarett, Tanzveranstaltungen, Schauspiel, Theater, vielleicht auch mal ein Konzert und ja, und vielleicht auch noch die andere, eine oder andere Feier. Naja, man kann hier ins Kino kommen und man kann sozusagen sich den Saal mieten oder im Foyer einen Bereich mieten, könnte hier seine Feier machen und dann geht man gemeinsam mit den Liebsten in den Kinosaal, schaut sich einen Film an oder man plant seine eigenen Familienfotos mal auf der großen Leinwand sich anzuschauen und auch das ist möglich. Das Wichtigste, was wir gemacht haben, wir haben klimatisiert. Wir haben unsere Säle klimatisiert, unsere Kinosäle und auch das Foyer. Übrigens auch die Vorführräume und unser Büro, aber das wird den Zuschauern nicht so interessieren. Aber das Foyer hat eine angenehme Temperatur und auch die Säle, auch wenn sie ganz, ganz voll sind im Sommer, ist es trotzdem sehr angenehm. Und dann haben wir unser Foyer neu gestaltet. Wir haben es etwas gemütlicher gemacht sozusagen. Das fängt an mit dem Boden an. Wir haben Fliesen reingelegt, lässt sich besser reinigen. Und vor allem, man kann auch mal drauf ein Tänzchen wagen. Das Mobiliar im Foyer ist neu und wir haben eine Garderobe angeschafft, dass gerade in den kälteren Jahreszeiten, wenn die Menschen doch ein bisschen mehr gepackt sind, sie sozusagen ihre Garderobe abgeben können. Sie müssen sie nicht in den Saal nehmen und dann oben drüber legen und der Vorgesetzende will dann wieder zurückhaben. Und sie haben dann ihre Mäntel. Also eine Garderobe gehört jetzt auch zu unserer Ausstattung. Kino, da hat man immer die Assoziation mit Film, mit Emotionen und der besondere Charme ist, dass man bestimmte Sachen auf der großen Leinwand erleben kann, die man vielleicht sonst nicht hatte. Wir kennen das ja von Geburtstagsfeiern, da wird ein Beamer aufgestellt und eine kleine Leinwand und dann sieht man sich die Familienfotos an und hier hat man die auf der großen Kinoleinwand. So bietet sich auch so ein Kinosaal als zum Beispiel Veranstaltung für einen Kongress oder einen Workshop statt. Also wir hatten zum Beispiel während der Corona-Zeit einige Firmen, die ihre Arbeitsschutzbelehrungen bei uns gemacht haben, weil ihnen natürlich keine geeigneten Räume zur Verfügung standen, wo sie ihre gesamten Mitarbeiter Corona-gerecht sozusagen hinsetzen konnten, platzieren konnten. Daraus hat sich mehr und mehr die Idee entwickelt, dass man hier auch Tagungen und Konferenzen durchführen kann, vor allem weil die immer vormittags stattfinden. Kino ist in der Regel abends, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass man eine Firmenfeier macht. Also man mietet einen Saal für einen bestimmten Zeitraum, hat eine Veranstaltung, besucht dann vielleicht unser Foyer zum Essen oder nebenan im Hotel macht man es mit dem Essen klar und kommt dann nochmal zum geselligen Teil hierher bei uns ins Foyer. Und das sind Möglichkeiten, die andere Räume eigentlich nicht bieten. Da ist das Kino sehr gut aufgestellt. Wir haben eine Reihe Partner, mit denen wir zusammenarbeiten hier in der Stadt. Da ist also erstmal gleich das Hotel nebenan mit einer sehr guten Küche. Und die Möglichkeiten und Räumlichkeiten, dass man dort zum Beispiel Essen einnimmt oder man stellt ein Buffet hier auf. Wir haben das Parkdeck, wo wir auch mal zwei, drei Parkplätze sperren können und sozusagen auch draußen mal ein Zelt aufstellen können oder eine Veranstaltung durchführen können. Also endgültig abgeschlossen werden die Maßnahmen Ende August. Dann werden wir, glaube ich, alles in Sack und Tüten haben und wollen dann am 10. und 11. September mit dem Spreekinofest sozusagen unser Foyer und unsere neuen Formate so richtig feiern. Ein großes Fest. Karten gibt es zum Preis von 29 Euro ab dem 2. August hier bei uns an der Kinokasse. Mehr zu Michael Apel, den Kapazitäten und der technischen Ausstattung des Spreekinos erfahrt ihr im Stark für die Lausitz. Kostenfrei erhältlich bei Ämtern, Banken, Freizeiteinrichtungen und natürlich im Spreekino Spremberg.